Das nächste Team heißt WeBuy. Die haben eine Webanwendung geschrieben. Die Idee dahinter war, sie wollten eine soziale Einkaufsliste kreieren für WGs oder Partys und dabei auch gleichzeitig das Thema Abrechnung und die Einkaufsliste integrieren, damit alles zusammen funktioniert. Kommt ihr gerade mal nach vorne? Die Teilnehmer sind Christian Bölke, Felix Zengler, Michael Auracher und Christian Weber. Und an Technologien wurde hauptsächlich PHP, MySQL, jQuery Mobile und das Facebook SDK eingesetzt. Und dann... Also wir haben uns gedacht, das kennt ihr noch, man kommt heim gerade vom Einkaufen und ja, man hat irgendwas vergessen, kann gerade nochmal gehen. Deshalb haben wir uns gedacht, kollaborativ einkaufen ist schon viel besser, weil der Nerd, der kauft am liebsten ein, wenn es ein anderer für ihn macht. Genau. Wir haben verschiedene Listen, die man anlegen kann, wo man dann auch seine Freunde einladen kann, aber da sieht man das Ganze noch später. Die Listen stehen alle für einen bestimmten Einsatzzweck. Kann ich gerade noch einen klicken? Innerhalb der Listen hat man Items, die einzukaufen sind. Die Items kann man natürlich auch komfortabel verwalten. Wenn man auf den Itemnamen klickt, fährt ein Menü aus. Darin kann man sie löschen, in eine andere Liste verschieben oder umbenennen. Wenn man jetzt doch keine Cola Light braucht, sondern irgendwas anderes, kann ich gerade mal ein bisschen demonstrieren. Verschwindet natürlich aus der Liste. Und wir haben es nicht mehr drin, genau. Man kann neue Items hinzufügen auf dem Handy. Geht einmal manuell, was er jetzt kurz demonstrieren wird. Da haben wir die Möglichkeit, einen Privat-Flag zu setzen. Das heißt, der Einkauf ist nicht für die gesamte Liste gedacht, sondern nur für einen Privat. Okay, das ist vor mir passiert. Wenn das Android zwischendrin abstürzt, dann ist das nichts. Also 4 Minuten. Ja, genau, jetzt nur in der gleichen Ansicht. Zucker zum Beispiel kann als privat markieren und hinzufügen. Genau, und dann gebe ich ab. Ja, jetzt möchte ein Nerd natürlich nicht so ganz standardmäßig seine Einkaufsliste befüllen, sondern muss das natürlich etwas technikaffiner gestalten. Dann hat er mit unserer App die Möglichkeit, das Ganze über einen Barcode-Scan zu machen. Das klingt schon viel besser. Da kann man es ja nicht vertippen. Ja, wenn der eine Mitbewohner immer die Cola Light löscht, weil er sie nicht mag, möchte er natürlich genauso komfortabel die wieder drin haben. Das Ganze funktioniert so, dass wir den Scan in der App den Barcode bekommen, ihn dann an eine Webseite schicken und von dort Produktbeschreibung bekommen. Und zwar einmal der allgemeine, die jetzt in diesem Fall nicht sonderlich hilfreich ist, wie einfach eine Pfandflasche, aber auch dann die spezielle, die Cola Light. In anderen Fällen kann das ein bisschen besser sein. Wenn man jetzt nicht eine spezielle Sprudelmarke kaufen möchte, sondern einfach nur irgendeine, dann hat man hier die Möglichkeit, das eben gezielt auszuwählen. Wenn man das macht, dann wird es gleich in die Liste eingetragen und steht dann drin. Der zweite Modus ist dann dafür gedacht, wenn man tatsächlich einkaufen ist. Dann geht man in den Einkaufen-Modus, sieht die Items, die man in die Liste hinzugefügt hat, in der Standard-Einstellung auch alle von allen anderen Listen, in denen man ein Teilnehmer ist. Und dann kann man einen Einkaufvorgang starten. In diesem Fall kaufen wir jetzt einfach mal Eistee, Cola Light und den Apfelsaft. Dann machen wir einen Checkout, dann wird das Ganze als ein Shopping-Vorgang gemacht. Und wir möchten natürlich den Kassenzettel aufbewahren, aber nicht eine große irgendwie Zettelwirtschaft aufbauen. Deswegen kann man hier gleich noch ein Foto machen. Das machen wir jetzt mal von einem exemplarischen Kassenzettel. Und der wird eben gespeichert, in der Datenbank abgelegt, sodass wir den Zettel gleich wegwerfen können, aber die Daten, die darauf stehen, immer noch zur Verfügung haben. Ja, das war es dann soweit zu der mobilen App. Danach kann man dann nach Hause gehen und gegebenenfalls noch ein paar andere Sachen machen.
Ja, genau. Wir haben uns dafür entschieden, auch noch eine Facebook-App zu bauen, weil wir manche Funktionalitäten haben, die unterwegs vielleicht ein klein wenig ungünstig sind. Also, wie man hier sieht, wir haben auch hier wieder diese Listenübersicht, aber mit ein paar mehr Funktionalitäten. Zum Beispiel sieht man hier ziemlich gut, wer alles noch auf unserer Liste eingeladen wurde. Und außerdem haben wir hier diesen Invite Friends Button, was auch der Grund war, warum wir uns für diese Facebook-Integration entschieden hatten, wo wir eben noch unsere WG-Mitglieder oder Leute, mit denen wir den Kochabend veranstalten wollen, mit dazu einladen können. Genau. Und die zweite Funktionalität ist dieser Statistik-Tab, der dann oben rechts der dritte ist, wo wir eine Listenübersicht sehen und aufschlüsseln, wer schon wie viel dafür ausgegeben hat. Also wir sehen, welche WG-Mitbewohner am meisten einkaufen gehen und welche sich da immer eher vordrücken. Genau. Ja, und damit man jetzt auch den Statistik-Zahlen richtig pflegen kann, haben wir ja vorher schon den Kassenzettel schön eingescannt. Dann sieht man, dann haben wir hier so ein Recent Shopping Step. Da tauchen dann die letzten Einkaufsvorgänge auf, dann entsprechend mit den Einkaufszetteln, die man abfotografiert hat, wie jetzt da unseren WPA-Key. Und da wir jetzt zu faul sind als Nerd, das selber abzutippen, gibt es ein kleines Feature. Wir wollen den Eistee haben und das ist in dem Fall die 12, also selektieren wir die 12. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das macht dann Roundtrip zum Server, das dauert aufgrund der Internetverbindung und ein paar anderen Sachen ein bisschen länger. Und wenn es dann wieder zurückkommt, taucht eben zum Eistee-Feld eben die 12 aus. Also so eine typische OCR-Erkennung, sodass man, ja, jetzt, wir haben eine 12 recognized und jetzt kann man das Ganze auch submitten. Und damit haben wir jetzt die 12 auch schön formatiert in der Datenbank stehen. Wenn man zurück zum Statistikteil geht, haben wir den Preis entsprechend eingepflegt. Und jetzt haben wir es mit dem User. Ja, das war es mal mit der Demo. Also eine recht nützliche App, erst recht von Nerds, die eigentlich ihre Wohnung erst gar nicht verlassen wollen. Wir können sie mit der Wohnung einkaufen lassen. Danke für die Aufmerksamkeit.